Hier treffen sie aufeinander. Die Werke von 85 ganz unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern, die im Rahmen des mittlerweile 17. Brandenburgischen Kunstpreises im Schloss Neu-Hardenberg ausgestellt werden. Ob klassisch oder abstrakt, geheimnisvoll oder verspielt, ob Skulptur oder auch Bewegtbild. Die Brandenburger Kunstlandschaft ist divers. Also ich finde die Ausstellung sehr gut kuratiert, sehr schlüssig auch aufgebaut und gehängt. Ich finde die Ausstellung deswegen so gut gelungen, weil die Kuratorin halt wirklich die Arbeiten, die eigentlich sehr eng hängen, auf jeden Fall so gewählt hat, dass sie sich nicht gegenseitig stören, sondern eher gegenseitig befruchten. Ich bin begeistert von dieser Ausstellung eigentlich, von dieser Ausstellungshalle hier. Es stehen natürlich relativ viele Skulpturen hier, aber das Engagement von Frank Magelsdorf unter anderem und von der Motz, das ist schon beachtlich und ich freue mich, dass so viel für die Kunst getan wird. Nachdem die Corona-Krise kulturelle Veranstaltungen monatelang verhindert hat, konnte die Verleihung der Kunstpreise 2020 in einem ganz besonderen Ambiente stattfinden. In einem Zelt im Schlossgarten. Aber insgesamt diese merkwürdige Konstellation, eine doch Preisveranstaltung unter so einem großen Zelt zu machen, was ja geschaffen worden ist von dem Menschen, der ursprünglich mal das Olympiadach in München gemacht hat, das finde ich schon sehr faszinierend. Und die Akustik ist großartig hier. Und ich finde ja auch, es ist viel angenehmer in der Natur sowas zu machen. Leider ist so ein Zelt so sehr teuer, dass man das wahrscheinlich immer nur freiwillig wiederholen würde. Als Symbol der Anerkennung wird den Preisträgerinnen und Preisträgern eine Skulptur der Bildhauerin Anna Franziska Schwarzbach überreicht. Ministerpräsident Dietmar Woidke begutachtet den Eisenkunstguss Die Wetterfahne. Mit dem Ehrenpreis des Ministerpräsidenten wird 2020 der Potsdamer Maler und Grafiker Manfred Butzmann für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Und er begleitet gesellschaftskritisch mit seiner Kunst auch die Zeitläufe. Und deswegen ist er nicht nur ein Mensch, der als Mensch eine hervorragende Rolle gespielt hat in den letzten Jahrzehnten, sondern der auch mit seiner Kunst ganz wichtige Impulse gegeben hat. Und deswegen hat er den Preis für das Lebenswerk mehr als verdient. Und ich freue mich sehr, wir haben einen tollen Preisträger dieses Jahr. Es gibt ja noch Künstler, die ein wunderbares Lebenswerk haben und erst später wird das erkannt. Und deshalb kann sich auch jeder Künstler freuen, der so einen Preis kriegen kann. Ne? Für sein expressives Porträt des Schriftstellers Volker Braun erhält Johannes Heisig den Kunstpreis in der Kategorie Malerei. Carola Kirsch wird für ihre Grafik Grenzüberschreitung Innen und Außen ausgezeichnet und Marguerite Blume Cárdenas für ihre Sandsteinplastik Vor dem Schatten. Den Preis für die dreiteilige Fotografie Naturen von Inga Kraus, der nicht teilnehmen konnte, nahm seine Tochter für ihn entgegen. Mit dem Nachwuchsförderpreis des Landes Brandenburg wird in diesem Jahr die Multimedia-Künstlerin Larissa Rosa Lackner geehrt. Wer sich selbst ein Bild von der Brandenburger Kunstszene machen will, kann die Ausstellung noch bis zum 30. August besichtigen.